Sag's mal so, ich habe es mir hier mit folgendem gemütlich gemacht. Es wird heute richtig international. Ihr habt richtig gehört, mit Yvonne Katterfeld. Und ich freue mich so sehr, weil es ist tatsächlich mein erstes Interview, mein erstes Gespräch mit dir. Herzlich willkommen. Dankeschön, vielen Dank fürs Einladen. Also auch wenn ich nicht bei dir bin, aber es ist ja auch, kann man ja inzwischen auch sagen, es ist ja eine Einladung, auch wenn wir so per Video miteinander reden. Auf jeden Fall. Es ist, Ja, inzwischen gang und gäbe, ne? ja, ich Also. habe es auch richtig zu schätzen gelernt, weil man irgendwie auch einen kleinen Eindruck bekommen kann, wo man irgendwie ist, oder man hat immer eine Geschichte hinten dran, warum man gerade Ja. da ist im Studio oder so. Wo bist du gerade aktuell? Also ich bin hier gerade in meinem kleinen Häuschen in Görlitz. Also ich drehe gerade Wolfsland und da drehen wir jedes Jahr so ein, zwei Filme von. Und das ist so, also ihr seht jetzt nicht den Rest, das zeige ich nicht, aber ich habe mich jetzt hab's mir auf meiner, also nicht meiner, aber auf der Couch hier gemütlich gemacht. Und ich mag das hier sehr. Ich mag das, an Orte zurückzukommen, die ich kenne. Früher habe ich gerne viel ausprobiert, aber inzwischen finde ich das irgendwie schöner, wenn ich. Ja, wenn ich was drehe oder was mache, wenn ich an Orten bin, wo ich gerne bin. Also deswegen finde ich so dieses Zoom oder wie auch immer, ne, so miteinander zu kommunizieren, eigentlich ganz schön. Also wenn man das ja oft auch von zu Hause macht, ist natürlich schwierig, wenn man das so jeden Tag machen muss, jobmäßig, ne? Also jetzt auch zu Corona-Zeiten, die das ständig machen mussten. Aber ich mag das so ab und an, dass man in seiner gewohnten Umgebung oder wo man sich wohlfühlt, sich dann trifft per Internet. Irgendwie sehr lustig. Total, ich erlebe das als großes Privileg. Also jetzt hier, vieles wäre ja auch gar nicht möglich. Ja, Also wir klar. haben, als ich gelesen habe, dass du bringst ein neues Album raus, und dann dachte ich schon, oh, normalerweise würden wir uns treffen, ist ja auch alles im Moment noch nicht möglich. Und dann habe ich mich so total gefreut, weil ich dachte, gut, dann sehen wir uns per Zoom von irgendwo auf der Welt. Irgendwo, ja, Görlitz, und wo bist du jetzt gerade? Ich bin in Saarbrücken. Ach, du bist in Genau, Saarbrücken, ist ach, meine schön. Heimat, ja. Schön. Und das ist jetzt dein Zuhause, wo Ja, du ist jetzt. mein Zuhause. Also ich sitze hier am Esstisch, und ja, ist mein Zuhause. Du hast deine Banane, hast du die selber gemalt da oben? Ja, so sieht sie aus, ne? Ja. Nee, die ist von einem Kölner Künstler. Ich wollte gerade sagen, oder ist das große Kunst, Das aber ist so tatsächlich. gesprayt, ist das. Ich habe so ein kleines Faible für Kunst. Aber ich kann nicht mal irgendwie, also das ist irgendwie raus. Ich bin Selber offen meinst du bei hier. dir, oder was? Ich bin hier auf dem Niveau bin ich irgendwie gelandet. Mit so einem Häuschen, oder da bin ich irgendwie nie drüber hinausgekommen. Aber ich mag Kunst wahnsinnig. Also am liebsten weiße Wände und dann ganz, ganz viel Bilder. Schön. Also ich habe jetzt keinen Einfluss auf das Bild hinter mir, aber ihr könnt euch jetzt einfach vorstellen, ihr seid hier in einem netten Café, in meinem netten Café. Herzlich willkommen hier, und ja, ich Ganz freue mich genau. jetzt auf jeden Fall, dass wir ein Interview zusammenführen. Ich freue mich auch sehr. Kannst du malen? Du bist ja so eine ganz kreative, richtige Urkünstlerin sozusagen. Ja, also ich habe tatsächlich, Malen löst jetzt wieder was in mir aus, weil ich, deswegen bin ich so auf diese Banane gekommen, weil ich als Kind ganz viel gemalt habe. Also ich habe ganz viele Bilder von mir, wo ich bin ja im Plattenbau groß geworden, und da hatten wir so einen Balkon. Und da sitze ich immer da und male. Und irgendwie hat mich das auch mit meiner Mama verbunden, weil die sehr gut malen konnte. Also die hat allerdings immer abgemalt. Und ich weiß noch, ich hatte so einen Osterhasen so. Und dann haben wir diesen Osterhasen zusammen so abgemalt. Sie hat mir immer geholfen. Und ich habe schon relativ gut, schnell gut gemalt, auch in der ersten Klasse schon. Und dann habe ich sogar, weiß ich noch, so nachts, ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war, so mit der Taschenlampe so um 12, auch dann immer so das Datum hingeschrieben, so in der Schulzeit nachts um 12 habe ich Porträts gemalt. Die waren jetzt nicht sonderlich gut. Aber ich habe mir dann immer so irgendwie irgendeinen netten Jungen aus der Zeitschrift ausgeschnitten und dann den nachgemalt, oder Freunde oder so. Und ich weiß noch, ich habe in der ersten Klasse, da war noch ein Junge, der sehr gut Comics zeichnen konnte, und ich mochte es, Comics zu zeichnen. Also ich liebe es ja, Comics zu synchronisieren oder irgendwas in der Richtung zu machen, die Stimme zu verstellen. Ob das ein Animationsfilm ist oder jetzt gerade, der Oliver hat ja so ein ganz tolles Kinderbuch rausgebracht, und da haben wir eben auch ein Hörbuch gelesen. Und dann hat mich seine Schwester angerufen, hat ihm gesagt, oh, ich kenne dich gar nicht. Also ich habe dich nicht erkannt mit deiner Stimme, wie oft du die verstellst, ich hätte dich niemals erkannt, und war total begeistert. Und das ist so eine kindliche Leidenschaft noch von mir, wo ich wirklich auch aufblühe, wenn ich das tue. Und das Malen habe ich aber, genau, ich wollte erzählen, dieser Junge, wir haben dann so einen Wettbewerb gemacht, im Malen.
Und ich weiß noch, dass ich sogar mal so einen Gedanken hatte, Comiczeichnerin zu werden. Und das habe ich aber lange nicht mehr gemacht. Und die Tochter von Oliver, die malt aber ganz toll. Und die hat immer so Aquarellzeichnungen gemacht. Und irgendwann habe ich gedacht, ich fange jetzt auch mal an. Und mag das total. Das ist für mich eigentlich wie Entspannung. Und ich tauche dann da so wirklich rein und bin total perfektionistisch und vergesse alles um mich herum. Und habe das jetzt wieder so ein bisschen für mich entdeckt. Wow. Aber ich finde es richtig gut. Aber ich finde so all das, was, ne, wenn man irgendwie spürt, es tut einem gut oder man schafft da irgendwie was mit der Hand. Wir sind ja so fixiert auf digitale Medien und all das. Und ich finde es einfach schön, wieder so zu dem Ursprung zurückzukommen und wieder so die Hände zu entdecken. Ich habe mir zum Beispiel auch, weil meine Schrift ist so gruselig geworden, wenn ich so Karten schreibe und kann keiner lesen, weil man es ja so verlernt zu schreiben. Und dann habe ich mir jetzt so einen Kalligrafiestift gekauft, weil ich dachte, so, boah, ist einfach mal wieder schön, mal wieder so Handschrift zu schreiben. Einfach, ja. Und irgendwie gehe ich da gerade so drin auf, wieder so meine Hände so in diesem Sinne künstlerisch zu entdecken. Mach doch, verschick doch so Weihnachtskarten an deine Lieben, wo man sowas Schönes draufschreibt und dann einfach so eine kleine, nicht ein Comic dazu malt, aber so ein kleines Weihnachtsfigürchen oder so. Die Leute drehen bestimmt durch. Nee, das werde ich machen. Vielleicht nehme ich ja die Banane und mache dann so eine Zipfelmütze oben drauf. Ja, oder irgendwas, weil ich glaube, das hat heute, also ich würde ausrasten, wenn ich so eine Karte bekomme. Also es ist ja sowieso schon schön, wenn man noch Karten bekommt. Zu Weihnachten finde ich es immer einfach eine total schöne Geste. Das ist eigentlich wie ein Geschenk, dass man halt an jemanden denkt, aber eben nicht eine WhatsApp schreibt oder so, ne, sondern eine Karte verschickt. Ja. Und wenn aber macht man ja eigentlich nicht mehr, ne? Also ich mach's eigentlich immer noch. Ja? Wir machen das so, wir sind so ein bisschen, ich würde das mit meiner Mama auch, also jetzt nicht, dass ich malen oder zeichnen könnte, aber wir machen dann entweder, wir backen halt zusammen, ne, so richtig noch Stollen und so. Und dann verschicken wir das halt so ein bisschen an nahe Leute, die nicht bei einem sind. Das ist einfach, ja, ich meine, selbstgemachte Geschenke, was selbstgemachtes, gebackenes, gemaltes, das ist immer das Schönste, weil alles andere, ne, klar, es ist auch schön, wenn man was kauft für jemanden und derjenige weiß, ah, da hat jemand jetzt irgendwie, oder es ist ein was, aber es ist, ich finde, die selbstgemachten Dinge sind halt doch immer die schönsten. Liebe Freunde von Yvonne Katterfeld, ihr könnt euch in diesem Jahr auf wunderschöne Weihnachtskarten freuen. Genau, schreis noch raus. Aber manchmal ist es gut, so eine Deadline zu haben. Also, ich brauche im Arbeiten eine Deadline, aber manchmal ist es auch gut, tatsächlich sowas vorauszuschicken. Ne? Aber eigentlich will man ja dann auch eher überraschen. Eigentlich ist es viel schöner, wenn man sich so sagt, ja, ich mache das jetzt und man sagt es niemandem und alle sind überrascht. Aber es ist eine gute Idee. Ich werd daran denken. Vielleicht mache ich das wirklich. Ich glaube, ich werde mich mit meinem Sohn hinsetzen und dann so. Ist ja auch für Kinder schön, weißt du, wenn man wenn man mit denen dann was zusammen macht und das dann verschickt. Das ist einfach, und dann auch zum Briefkasten gehen. Ne? Mein Sohn, ich weiß noch, wie der ersten Brief reingesteckt hat und er kam dann auch hoch mit der Höhe und Briefmarke draufkleben und das so. Das ist ganz toll, gerade weil du das auch kannst, ne? Und diese Wertigkeit, die prägt sich ein. Das geht ja ins Unterbewusstsein rein. Ne? Ja, gerade wenn die klein sind. Wenn man dann einfach sagt, daran erinnert man sich ein Leben lang und das bleibt drin. Und diese Art von Wertigkeit und eine Freude machen, und verschicken und so, das ist super viel wert. Doch, total schön. Ich merke, ich komme gerade in Weihnachtsstimmung. Ja, ich auch tatsächlich. Aber es geht jetzt auch so schnell, ne, mit Weihnachten. Und je älter man wird, desto schneller wird es. Die Mama sagt immer, es ist dann so September oder so, ne? Dann nervt sie und sagt, oh Gott, wenn der September rund um ist, ist Weihnachten. Und ich sage immer so, ach Mama, ne? So, der September ist rum, ist Weihnachten. Ich denke auch mal schon im Juni, ob bald ist Weihnachten. Weißt du? Aber ich habe jetzt auch schon gedacht, Mensch, jetzt schon wieder fast Ende November, weißt du, die Zeit verfliegt ja so schnell. Und das ist so schade, wenn man das dann so vergisst eigentlich. Ich finde es so schön, jeden Tag oder jeden zweiten Tag irgendwas Kleines zu machen, gerade wenn man Kinder hat. Aber ich muss dann auch jetzt langsam mal anfangen. Es wird Zeit. Ja, und deine Zeit ist begrenzt, denn du hast dir den Dezembermonat als Release-Monat sozusagen für dein neues Album rausgebracht. Das ist so krass. Ein Tag nach dem Geburtstag. Ja, wir haben tatsächlich überlegt, weil ich kann ja mitentscheiden, so wann mein Release-Datum ist. Und meine Managerin meinte dann irgendwie, ich hatte mir so verschiedene Vorschläge gemacht und es war dann ursprünglich November. Und irgendwie sagte sie dann, ach, 3.12. Dann dachte ich, ja, ja, ist irgendwie, es passt, ist ja auch ein Geschenk für mich selber. Also es ist wirklich auch, ich habe mit meinem Manager drüber gesprochen letztens. Also meine Managerin hat noch jemanden über sich und ist ein bisschen kompliziert. Ich habe gar nicht so viele Leute um mich herum, aber so diese zwei Menschen. Dein Stab nee, an Personal. Hätte ich mal, nein. Wäre manchmal gar nicht so schlecht, aber das reicht schon, ehrlich gesagt. Ich mag das, mit diesen wenigen Menschen zu arbeiten, aber
Genau, wir haben so drüber geredet, das ist ja wirklich auch, dann sagte er, es ist ja auch wirklich auch mehr ein Geschenk für dich, sagte er so zu mir. Und da hat er gar nicht so Unrecht, weil dass ich jetzt auf Englisch das mache, das ist tatsächlich ein Geschenk für mich. Das musste ich mir selber erfüllen. Das war gar nicht so, dass wir jetzt gesagt haben, wir müssen jetzt mal nach Englisch machen, weil, keine Ahnung, ist cool oder so. Im Gegenteil, es ist ja eher so, dass alle sagen würden und alle auch gesagt haben, nee, wieso auf Englisch? Du bist doch deutschsprachige Künstlerin, warum willst du jetzt auf einmal auf Englisch machen? Bist du abergläubisch ein bisschen? Bin ich abergläubisch? Es gibt zum Beispiel so, das hat mir mal irgendjemand erzählt, Schuhe auf den Tisch stellen oder so. Also ich merke, wenn ich so Schuhe putze, ne, von Kindern muss man ja öfters die Schuhe putzen, ja. Die werden dann sehr saudreckig manchmal. Und dann erwische ich mich dabei, wie ich das dann auf den Tisch stelle. Und dann denke ich, nein, nicht auf den Tisch. Auch wo es total idiotisch ist. Also eigentlich glaube ich jetzt nicht wirklich dran. Und es ist so, ach irgendwie, ich wünsche mir tatsächlich einen Parkplatz. Klingt jetzt ganz absurd, aber einfach, weil es funktioniert. Es funktioniert, ich wünsche mir einen Parkplatz. Dann bist du prädestiniert dafür, dir sowas beim Universum zu wünschen. Ja, beim Parkplatz mache ich das. Und das finden alle mal sehr lustig, aber ich mache das, weil es funktioniert. Ich kriege jedes Mal einen Parkplatz. Ja, aber machst du das dann laut? Also sagst du das dann richtig? Ich wünsche mir jetzt einen Parkplatz. Ich mache das, zur Belustigung aller auch laut, weil sich alle freuen und amüsieren und weil sie dann selber erstaunt sind, dass es funktioniert. Ich mache es einfach, weil es kommen schon welche zu mir sagen, kannst du den Parkplatz wünschen? Weißt du, wenn jemand neben mir sitzt, dann kannst du den Parkplatz wünschen, weil sie merken, ich komme halt an und habe das Glück, dass gerade einer rausfällt. Ist bei mir auch so, aber ich überlege gerade, ich bin, glaube ich, ein bisschen abergläubischer als du, aber ich überlege gerade, soll ich das jetzt sagen, dann ist bestimmt mein Glück, hört bestimmt auf, wenn ich sage. Nein. Da bin ich tatsächlich auch abergläubisch, ja. Also, immer wenn man es irgendwie wünscht, ja, wenn man es ausspricht, habe ich einfach irgendwie es manifestiert, vielleicht irgendwie von meiner Oma, Uroma, ich weiß es nicht. Es ist dann einfach weg. Ja, das habe ich aber auch. Und also dann sag's lieber nicht, wenn ich neugierig bin. Okay. Sehr lustig. Ja. Also, jetzt habe ich was verraten, was ich eigentlich fast schon peinlich finde, aber irgendwie dann auch nicht, weil ich war dann so. Was peinlich. Nee, ach, ist ja auch nichts peinlich, aber manche Leute gucken dann wirklich so, weißt du, so von, ich sitze dann auf dem Fahrrad, also ich fahre dann so und dann gucken die so rüber so, sie wünscht sich jetzt nicht gerade wirklich einen Parkplatz, aber ja. Es kommt dann vor, dass beim dritten Mal, kannst du dir nicht einen Parkplatz wünschen? Kannst du mir nicht einen Parkplatz wünschen? Ja, hinterher kommen sie alle an und wollen sie partizipieren. Ja, ja. Genau so ist das. Ja. So ist das. Und Handtasche nicht auf den Boden stellen. Was, wie? Die Handtasche nicht auf den Boden stellen. Soll ich denn die sonst hinstellen? Weiß ich nicht, auf ein Stühlchen oder so. Guck mal, ich habe zum Beispiel meine hier extra, wenn die auf den Boden stelle ich die extra auf den Stuhl. Ja, das ist aber nicht. Okay, sehr lustig. Warum? Was ist das? Ich glaube, da ist der Geldbeutel drin. Der Geldbeutel darf auf gar keinen Fall auf dem Boden stehen. Okay. Nee, da würde ich jetzt glaube ich, das wäre mir zu kompliziert, da müsste ich mal überlegen. Ach, da würde ich ja dann noch mehr so drüber über so Dinge nachdenken, weißt du? Ich muss ja schon nachdenken, wo mein Portemonnaie ist. Das ist ja dann schon, letztens auch war ich unterwegs und du hast Portemonnaie nicht da. Ich sitze den ganzen Weg wieder zurück wegen dem Portemonnaie. Deswegen, ja. Bist du dann richtig so gerannt? Nee, eben im Auto gefahren. Ja, aber hast du gedacht, du hast den Geldbeutel verloren? Nee, das nicht. Aber da habe ich sehr, sehr lustige Geschichten. Ich habe zum Beispiel einmal meinen Geldbeutel gesucht und bin wirklich überall hingefahren in die Supermärkte, habe nachgefragt, damals noch in den Kindergarten gefahren. Also ich bin wirklich richtig viel umhergefahren. Irgendwann bin ich so auf der Hauptstraße, denke so, okay, ist jetzt weg der Geldbeutel und fahre so und wie war denn das? Und vor mir winkt so jemand und immer wenn jemand mit dem Auto irgendein Zeichen macht, denke ich, ich habe irgendwas falsch gemacht und dann winkte sie so raus und ich weiß gar nicht, ich hielt sogar an, ich denke, oh Gott, jetzt habe ich irgendwas, bin ich zu schnell gefahren oder so? Und da sagte sie, ja, da ist gerade was aus ihrem Auto gefallen. Und auf jeden Fall ist mein Portemonnaie vom Dach runtergefallen, aber es war die ganze Zeit auf dem Portemonnaie, auf dem Dach, wirklich bestimmt 2 Tage und ich habe es einfach gesucht. Ich finde es großartig. Großartig, ich habe viel Glück immer mit solchen Sachen, ich weiß auch nicht. Das ist, weil du auch so jemand bist, die auch einfach so einen Parkplatz kriegt, das ist einfach so ein Ding, ne? Ich habe jetzt im Sommer, war ich am Hotel an der Ostsee und bin zurückgelaufen und so und auf einmal
war meine Tasche weg, eine meiner beiden Taschen. Ich hatte die so rumgemacht und es war einfach weg. Und ich war mir so sicher mit meinem Autoschlüssel. Also mein Autoschlüssel war da drin. Warum? Und ich war, wie gesagt, an der Ostsee, ne? So, und ich war so in Panik. Ich war nass geschwitzt. Ich bin da zurückgelaufen in Ort und Portemonnaie und alle gefragt und so. Ich habe die Tasche, die muss da sein. Ich bin zurück ins Hotel. Also richtig so die Panikabfahrt gemacht. Mhm. Und dann total fertig nach einer Stunde bin ich ans Auto zurück. Ich habe einen offenen Kofferraum. Ich habe einfach den Kofferraum offen gelassen, mit meiner Tasche drin, mit meinem Schlüssel drin. So. Aber das ist aber auch so typisch. Das ist auch in Österreich. Mit meinem Sohn bin ich so wirklich einen Riesenberg, ewig lang, anderthalb Stunden gelaufen. Wir kommen zurück zum Auto. Mama, du hast die Tür offen gelassen. Ich so, oh. Wirklich, die Tür ist sperrangelweit offen von meinem Auto. Meine Tasche natürlich auf dem Sitz, Riesentasche. Ich meine, in Österreich irgendwie, da würde wahrscheinlich nie was passieren, ne? Die sind wahrscheinlich da. Das kannst du so nicht sagen. Also deswegen dachte ich dann so, naja, gut, die klauen hier sowieso nichts. Aber das war schon erstaunlich. Es war so wirklich sperrangelweit, die Tür offen. Und es ist mir nicht nur einmal passiert. Also ich weiß nicht, wo ich da mit meinen Gedanken bin, aber ja. Was gut, dass uns das jetzt passiert in unseren jungen Jahren. Nehmen wir mal an, wir wären jetzt so 60, Yvonne. Ja. Und dann wird man sagen, oh, jetzt geht's los. Aber gut, dass wir das auch so festhalten jetzt in Bild und Ton. Da können wir später, wenn wir alt sind, können wir sagen, nee, wir waren immer so. Ja, also ist die Frage, haben wir jetzt schon manchmal Alzheimer oder ist das schon so, sind das schon so Vorzeichen oder ich hoffe nicht. Ich bin einfach ein sehr zerstreuter Mensch. Ich bin überhaupt nicht multitaskingfähig und ich bin in Gedanken schon wieder woanders und dann denke ich nicht drüber nach, wo ich jetzt gerade was hinlege. Deswegen, ich habe jetzt auch an meinem Schlüsselbund so ein Ding dran gemacht, weißt du, wo man einfach dann sagt, so, wo ist mein Schlüssel? Weißt du, was ich gemacht habe? Warte mal, zeige ich dir gleich. Moment. Jetzt will ich wissen. So, das habe ich gemacht an meinem Schlüssel. Das ist so ein bisschen mein Lifehack. So, was? Achtung, also ich habe einen Schlüssel, da ist so ein langes Band dran. Schlüssel, so ein langes Band. Und das ist bisher das Beste, was mir passieren konnte. Das Band hat, weiß ich nicht, 50 Zentimeter, keine Ahnung. Und wenn man das einfach in die Tasche, ne, dann kommt immer irgendwas raus. Ja, und ich muss nicht... Weißt du, das erspart eigentlich mir... Eine super Idee. Das ist eigentlich eine super Idee für mich. Ja, ich wollte das unbedingt mit dir teilen auch. Ich habe gedacht, das ist angebracht. Ich bin bestimmt so... Das ist ganz alles, schön. Was den Alltag leichter macht, wenn manchmal... Ich renne dann rum und suche den Schlüssel ewig lang. Mach alle vor, wo ist der Schlüssel? Dann brauchst du ihn jetzt, du musst jetzt los. Und dann. Aber man kann sich ja das Leben wirklich leichter machen mit solchen Dingen. Oder halt so ein Ding, wo es dann piept und der Schlüssel wird einfach... Das ist grandios. Ne? Hast du einen Pieper, ne? Am Schlüssel? Ja, es hat aber lange gedauert, bis ich mal auf die Idee gekommen bin. Ich habe die ganze Zeit mich gequält und immer den Schlüssel gesucht. Aber jetzt tatsächlich habe ich es, ich habe jetzt mein System raus. Und das mit deinem Schlüsselbund da, das werde ich vielleicht auch noch machen. Ach, zusätzlich, das ist echt super. Weil ich fühle das auch manchmal, das hat mir manchen Schockmoment einfach erspart, indem ich ihn einfach mal schnell reinfühle, weißt du, ob er einfach irgendwie da ist. Weißt du, ich glaube, es wäre sehr lustig, wenn wir zusammen irgendwo wären. Wir wären wahrscheinlich so die ganze Zeit so, ich bin auch immer jemand, der so irgendwie ganz schlimm irgendwie gerade was bemerkt, was fehlt oder, ne, also vor allem meistens was fehlt und so, und ich bin dann sehr laut mit meinem, du offenbar auch, wie ich das so denke. Und ich habe so eine Angst einfach. Es ist der Schrecken. Es gibt aber Menschen, wenn die dann im Auto sitzen, die denken, es ist jetzt irgendwie ein Auto, was kommt oder so. Und du hast einfach nur was anderes vergessen. Und damit kann man Menschen auch wahnsinnig machen. Ja, ich weiß. Dann sagen die, bist du verrückt? Erschreck mich doch nicht so. Was ist denn? Ich habe das und das. Ich habe gedacht, es war schlimm. Weißt du, so. Schön, jetzt haben wir den Dreh zu deinem Oliver nochmal, zu deinem Mann. Was sagt der dazu? Naja, wie schon gesagt, es macht andere Leute wahnsinnig. Macht den wahnsinnig, ne? Mhm. Ja, mein auch. Ja, es gibt ja sehr strukturierte Leute und sehr, die so nicht so chaotisch sind, wobei ich schon viel besser geworden bin. Also ich weiß mir inzwischen zu helfen. Aber manchmal, kennst du ja auch manchmal, wenn man so viel zu tun hat, dann ist einfach... dann ist da was, dann ruft da jemand und dann macht man da gerade das Essen und dann will man was anderes tun, dann kocht die Milch über oder
sowas passiert halt öfters, vor allem in so Zeiten, wo man dann, also jetzt gerade zum Beispiel jetzt im Moment habe ich einfach viel zu tun und ne, ich habe ja unser Interview heute fast auch schon vergessen, weil mein Verstand... Ich wollte es gar nicht erwähnen. Nein, du kannst ja auch... Du hast doch das Interview nicht vergessen. Nein, natürlich nicht. Hör doch auf. Du siehst, ich... Aber das ist einfach nur, wenn ich so viel zu tun habe und so viel in meinem Kopf habe und denke, ach, das muss ich noch machen, das muss ich noch machen. Aber das Entscheidende ist eigentlich der Moment, wo man loslässt. Kennst du das? Also wenn man, ich bin ja sehr jemand, ich gucke dann immer, mache mir sogar Erinnerungen inzwischen, dass ich weiß, dann und dann ist das und das. Und heute habe ich es nicht gemacht und prompt vergesse ich Sachen einfach. In dem Moment, wo ich mal loslasse und denke, ich gehe jetzt einfach mal einen Kaffee trinken oder ich versuche jetzt mal an nichts zu denken und schon hast du irgendwas vergessen. Also ich mache mir so... Ich klinge schrecklich, oder? Also nein, ich bin total glücklich, weil ich nicht gedacht habe, dass es jemanden gibt, der auch so fühlt. Ich mache mir Post-its an die Tür. Also in meine Haustür mache ich mir Post-its, so bunte, verschiedene bunte. Ja, weil dann gehe ich raus. Also ich habe es auch probiert mit Zetteln, die da liegen, aber die bleiben einfach ungesehen liegen. Aber an der Tür die Post-its, das ist so ein bisschen... Post-its ist natürlich super, weil ich habe dann so große Zettel, so irgendwann den Schlüssel dem und dem zu geben oder weiß ich nicht, oder nimm die Jacke mit oder keine Ahnung, was einem dann so einfällt, wenn man, weißt du, gerade abends, man denkt so, ich muss dran denken, morgen muss ich das und das machen. Habe ich auch schon gemacht. Aber Post-its ist natürlich viel besser eigentlich. Also Notizen im Handy funktionieren bei mir schlecht. Immer wenn ich dann da sitze und schon was mache, dann gucke ich rein, okay, was muss ich abarbeiten? Aber es funktioniert als Erinnerung für mich nicht. Also bei mir sind es tatsächlich die Zettel. Eigentlich müsste ich mit so einem Klemmbrett den Tag über rumlaufen. Nee, mach doch so ein Board einfach, so was so schön aussieht an deiner Tür. Und dann machst du dann da so... Deine kleinen Zettelchen dran mit netten Smileys, wo man dann nicht denkt, man ist jetzt völlig verrückt oder so, sondern ach, guck mal, da muss ich... Ah, nee, so gut bin ich zu mir jetzt nicht. Bei mir reicht einfach ein abgerocktes Post-it und bin froh, wenn ein Stift da liegt, der irgendwie funktioniert. Aber das ist lustig, wenn man dann so eine Erfahrung hat, einfach von so, wo man, also vor allem so bei mir ist so Auftritte, so In-Ears, ne? Also an die In-Ears denken. Weil das ist ja der Horror, die In-Ears zu vergessen. Und dann mache ich tatsächlich mir eine Erinnerung. Ich weiß, okay, ich muss 17 Uhr los, also mache ich mir eine Erinnerung. Inzwischen bin ich ja so gut organisiert. Okay, 17 Uhr weiß ich, verlasse ich das Haus. 17 Uhr, ne, dann die In-Ears oder so. Yvonne. Und dann klappt das ja auf und dann klingelt das und dann weiß ich, das, ja. Die liebe Yvonne. Wir kommen hier mal zum Business. Back to Business hat ein Album draußen. Und das ist heftig. Du hast ja ein bisschen, hast du schon erzählt, es ist ein englischsprachiges Album. Mhm. Und das hat mich erstmal gar nicht so überrascht. Okay. Du hast es auch geschrieben, ne? Du musstest richtig gegen Widerstände ankämpfen, so ein bisschen, um überhaupt ein englischsprachiges Album rauszubringen. Das erinnert mich eigentlich an Jahre zuvor, wo man kämpfen musste, was Deutschsprachiges rauszubringen. Und jetzt muss man kämpfen, was Englischsprachiges rauszubringen. Und auch diese, regt mich schon wieder auf, diese Schubladen oder diese Limitierungen, in die man irgendwie reingesetzt wird, dass du erstmal, jetzt musst du dafür kämpfen, dass du irgendwie deine Kunst irgendwie machen kannst, so wie du Bock hast. Erzähl mal darüber. Ja, also du hast es genau richtig gesagt und ich glaube, diese wenn du sagst, es regt mich auf, ich bin genauso der Typ. Also mich regt das wahnsinnig auf. Und aber es ist halt so, ne, der Musikbranche, das kennst du ja, du hast ja damit immer mit Künstlern zu tun und es ist halt schwierig, weil wenn man nicht in eine Box passen will oder sich auch nicht in so einer Schublade sieht, weil man einfach viele, viele Möglichkeiten hat, Musik zu machen, musikalisch zu sein, ob das Genres sind oder Sprache oder was auszudrücken, dann ist es halt sehr schwierig, weil man sich ja selber, ich will mich ja selber nicht, also weißt du, als Musiker will man frei sein und man will sich nicht in so eine Box, die einem andere auferlegt haben, einzwingen. Und das ist tatsächlich sehr schwierig und ich glaube, anhand des Beispiels mit dem Englisch bei mir kann ich das ganz gut erzählen. Ich habe also 2000 habe ich bei meinem Plattenboss gesessen und der wollte unbedingt, dass ich deutschsprachig mache. Bis dato habe ich nur Englisch gesungen und ich habe Deutsch verweigert, also richtig auch in der Schule. Ich habe dann nur so die Mundbewegung gemacht, auch nicht mitgesungen bei deutschen Liedern und habe halt nur englischsprachige Musik gehört. Und er wollte aber unbedingt, also es war eine Bedingung für den Plattenvertrag. Und ich
Also er hat dann hinterher gesagt, dass ich fast den Plattenvertrag riskiert habe, weil ich war halt damals frech, ich war, habe nichts zu verlieren gehabt und habe halt gesagt, dass ich möchte, dass auf jedem Album ein englischsprachiger Song drauf ist und ich irgendwann ein englischsprachiges Album mache. So, das mit dem englischsprachigen Song, das habe ich tatsächlich gemacht. Es war immer ein englischer drauf, aber ich habe halt nie das englischsprachige Album gemacht. Und immer, wenn ich das erwähnt habe, vorsichtig erwähnt habe, so, naja, es wäre doch irgendwann mal schön, englischsprachiges zu machen, war sofort, also es war wie als wenn einem so der Mund verboten wird, ne? Es war sofort so weggewischt, so, nee, das geht nicht. Das geht auf gar keinen Fall. Und selbst als ich angefangen habe, ich habe ja tatsächlich zu den, also würde ich jetzt mal sagen, damals noch wenigen deutschsprachigen Künstlern gehört. Also so 2000, ich habe angefangen, das war eigentlich nur der Gedanke an Xavier Naidoo, wo ich gedacht habe, oh ja, cool, wenn sowas auf Deutsch, wenn das funktioniert, finde ich gut. Und dann kam so langsam Jordan Alani, dann kam Glasshaus, es waren so die ersten Künstlerinnen, die so auf Deutsch gesungen haben. Sarah Connor kam dann mit Englisch, dann dachte ich auch schon so, okay, die darf jetzt Englisch machen. Da war ich schon so, oh Mann. Und dann habe ich es aber auch lieben gelernt und so meinen Weg damit gefunden. Und es ist ja auch schön, wenn man es schafft, wirklich, also auch mein letztes Album liebe ich nach wie vor, wenn man es schafft, sich auf Deutsch auszudrücken. Also weißt du, wenn man es schafft, gute, tiefe, wirklich gute Texte zu machen mit einer guten Musik, die trotzdem soulig ist und jetzt nicht nur poppig, sondern soulig, poppig, vielleicht sogar R&B. Aber ich habe eben jetzt gemerkt, so, wir haben schon angefangen gehabt, auf Deutsch zu schreiben für das Album vor Jahren. Und ich habe gemerkt, ich habe überhaupt keine Lust. Also ich weiß, an einem Song 3 Tage nur am Text gesessen. Das war mit einem Rapper, mit Curse. Und das war der Wahnsinn. Ich habe einfach gemerkt, es braucht so lange, bis man dann auch zufrieden ist. Und ich hatte auch so ein paar Songs auf Englisch schon angefangen, die habe ich dann übersetzt ins Deutsche. Und dann saß ich am Ende des Tages da und dachte, okay, es war eigentlich ein anderer Song, als ich hier ins Studio kam. Und es ist jetzt irgendwie nicht mehr cool. Es ist einfach jetzt kitschig oder was auch immer. Und ich konnte nicht die Musik machen, die ich machen wollte. Und ich habe irgendwann, es hieß dann immer, ja, wir müssen jetzt aber mal langsam ein Album machen. Und ich habe dann gesagt, ich habe keine Inspiration, ich habe keine Lust. Ich habe, mich hat es einfach nicht ins Studio getrieben. Und ich habe aber schon in der Zeit so ganz viele englische Sachen gesammelt und schon geschrieben. Und irgendwann habe ich zu meinem Manager, der eben auch mein Labelpartner ist, gesagt, komm, wirklich, du willst ein Album, wir brauchen ein Album, lass es mich einfach machen, es ist so schnell. Ich sag dir, ein englischsprachiges Album, ich bin relativ schnell fertig. Und irgendwann hat er dann eben auch gesagt, der war eigentlich auch dagegen. Und dann hat er irgendwann gesagt, okay, mach, so. Und dann habe ich gemacht. Und dann ging das alles relativ schnell. Und ich bin eigentlich nur 4-mal im Monat ins Studio gefahren Anfang des Jahres und habe aber eben dadurch, dass ich über Jahre ganz viel gesammelt hatte, schon ganz viel Material und ich wusste genau das Konzept und alles. Und dann ging das recht schnell. Also ich war im Flow, aber habe mich natürlich im Prinzip gegen den Strom entschieden. Also ich bin komplett gegen den Strom geschwommen und habe aber gemerkt, dass dieses gegen den Strom schwimmen oftmals notwendig ist, damit man seinem inneren Fluss folgt, weißt du, weil der gesellschaftliche oder musikalische, was auch immer, der entspricht dann vielleicht nicht dem eigenen. Und das war so für mich das, was mich dann total glücklich gemacht hat, zu merken, das macht mich jetzt glücklich, ob das am Ende funktioniert für meine Fans oder ob vielleicht sogar andere jetzt drauf aufmerksam machen, weiß ich nicht, aber ich muss es machen. Also das Album ist also schon auch qualitativ echt der Hammer, das muss man wirklich sagen. Deine Stimme ist ja eine sehr besondere Stimme und dass du jetzt auch so, ja, so ein bisschen R&B und auch Soul und Elemente und so drin hast, ja, Gospel, das ist schon, deswegen hatte ich zu Beginn gesagt, es wird international heute mit Yvonne Katterfeld und das meinte ich halt so, die Songs, ja. Die, ey, danach würden sich auch Leute aus L.A. irgendwie die Finger lecken. Das ist halt irgendwie das Ding. Es passt zu deiner Stimme so krass und es ist einfach, es fühlt sich, also auch als Hörerin, fühlt es sich einfach total richtig an, das zu hören. Das meine ich. 2 Songs hast du selbst, also ganz alleine gemacht aus dem Album, also komplett alleine. Auch krass irgendwie, ne? Weil das, oder das finde ich auch toll, du bist ja eine Songschreiberin auch. Ja. Also das muss man einfach auch mal sagen. Man hat dich vielleicht früher oder nicht so als solche wahrgenommen, sondern als Interpretin eher. Ja, aber du bist
eine Songschreiberin, könntest theoretisch, wenn du wolltest, auch für andere schreiben. Ja, habe ich auch schon drüber nachgedacht, tatsächlich. Aber das weiß ich nicht, ob ich da so... Da muss man, glaube ich, wirklich sich von sich frei machen und dem Geschmack, ne? Also, und dann, oder man findet eben Künstler, die, aber ich kann mir das schon vorstellen, also das zusammen, also zumindest, was ich, glaube ich, wirklich kann, ist Künstler ermutigen. Also wirklich auch ihnen den Raum zu geben und zu sagen, okay, das, was du machst, das ist gut. Und weil ich hatte tatsächlich oft, du sprichst genau das Richtige an, worunter ich auch manchmal gelitten habe, weil ich habe natürlich auch Songs gemacht von anderen und das ist aber für mich immer okay gewesen, weil ich immer gedacht habe, ich liebe es zu singen und wenn der Song so ist, dass ich ihn nicht selber hätte so gut schreiben können, weil er einfach gerade passt oder so, da gab es für mich irgendwie nie den Gedanken, ja, es ist aber jetzt nicht mein Song oder so, sondern ich habe den dann wirklich gefühlt und ich habe ja auch immer viel auch geschrieben, aber nie so komplett wie jetzt auf diesem Album oder auf dem letzten habe ich auch sehr viel gemacht, eigentlich fast alles auch, aber nie so konsequent wie dieses Mal, weil es ist ganz oft so, es gibt tatsächlich viele Songwriter und ganz wenig Songwriterinnen, also zumindest im deutschsprachigen Raum. Und da gibt es nur ganz wenige, die auch total bekannt sind, Frauen. Und es ist schon so, dass es dann diese Songwriter-Camps und das ist was ich nie wieder machen würde, wo dann ganz viele Leute in verschiedenen Kammern, Räumchen für dich schreiben und dann gehst du da rein und dann spielen die dir das vor und das ist dann ganz unangenehm, weil du traust dir auch nicht zu sagen, dass es einem eigentlich nicht gefällt und so, ne? Das ist wirklich... Horror. Und dann kommt es auch ganz oft, dass sie sagen, ja, sing doch mal ein, versuch doch mal und ich bin jemand, ich weiß, was für mich richtig ist und wenn ich dann merke, das bringt nichts, das jetzt auszuprobieren, es wird mir nicht gefallen, egal, ich weiß das schon, wie es klingt. Also das ist sowas, was ich dann abgelehnt habe irgendwann. Und ich habe auch gemerkt, dass das Vertrauen in mich da als Songwriterin oft nicht so da war. Also ich wurde so oft so bombardiert mit so Ideen und Projektionen, wie mich jemand sieht und das würde doch passen. Und ich habe irgendwann gespürt, nee, ich muss ins Studio gehen, ich muss sagen, was ich will, ich muss mit Texten ankommen, ich muss mit Melodien kommen, die müssen nicht fertig sein, aber ich muss mich schon einbringen. Ich muss in den Raum kommen und muss schon wissen, was ich will eigentlich, weil sonst werde ich überrannt. Und das war jetzt bei dem Album halt, da gab es, also das war nicht immer so, aber das war auch so, dass ich so zwei Songwriter gefunden habe, die das auch produziert haben, das Album, die, mit denen ich so wahnsinnig harmonisiert habe. Das war so inspirierend. Also ich bin manchmal auch tatsächlich ins Studio mit einem schlechten Gewissen, dachte, oh, ich hab jetzt keine Idee gerade, also ich lass mal gucken, was so kommt, ne? Und das ist für mich inzwischen schwierig, da loszulassen, weil ich da auch so ein Kontrollfreak geworden bin, aus der Erfahrung heraus auch. Und mit denen bin ich aber sehr offen gewesen und die haben dann angefangen, was zu spielen, wir hatten den gleichen Geschmack und dann habe ich angefangen zu singen, was so aus dem Bauch rauskommt und dann hat sich das so ergeben. Also manche Songs sind so entstanden und die meisten sind aber tatsächlich so gewesen, dass ich halt ein Demo hatte oder so, ne, dass ich zu Hause so was auf Gitarre gespielt habe und dann so ins Studio bin und dann so gedacht habe, ja, hör mal rein und dachte so, ach, vielleicht ist es nicht gut genug, aber am Ende ist es egal, so, ne, es ist zu hören, was man will und wenn man Menschen trifft, die gleiche Vision haben oder die auch sich das vorstellen können, was man da im Kopf hat, ist es natürlich das Beste, was einem passieren kann und dann gibt es eben Songs, die waren dann schon fast fertig, als ich ins Studio kam. Oder wir haben dann Text nur dazu gemacht oder wir haben nochmal was abgeändert. Und aber so sich allein zu Hause hinzusetzen und es von Anfang bis Ende durchzuziehen, das habe ich, glaube zuletzt mit 16 gemacht. Wie ist denn das heute für dich? Viele lieben ja auch dennoch deine Songs von früher und verbinden damit schöne Gefühle, Sachen. Wie ist das für dich, wenn du die Songs von früher hörst? Also ich höre mir witzigerweise nie meine Alben an. Ich höre die dann nur, wenn ich die gerade mache. Dann höre ich die hoch und runter, weil da bin ich auch ein Freak tatsächlich. Also ich krieg dann halt die Version zugeschickt, so gerade wenn es aufs Ende zugeht, ist für mich die anstrengendste Phase, weil die Songs sind fertig, der kreative Prozess ist vorbei. Und jetzt höre ich halt so, ne, geht es in Mix und dann kommen Instrumente dazu und ich bin meistens die sagt, ah, aber die erste Version, die Demo-Version, die war doch super, können wir nicht wieder zurück dahin gehen, weißt du? Oder jemand sagt, ah, warte mal, Version 5, da war das und das doch besser und alle werden dann schon wahnsinnig, weil die hören dann gar nicht mehr die alten Versionen und ich vergleiche halt wie so eine Verrückte. Da bin ich, glaube ich, sehr anstrengend in diesem Prozess, aber am Ende merken alle, dass es tatsächlich für was gut ist.
Also ich höre dann halt zum Beispiel, wenn der Bass brummt, und höre auf verschiedenen Geräten und bin da musikalisch einfach sehr perfektionistisch. Und am Ende sagen alle, ja, du hast recht gehabt. Und aber ich, ja, eigentlich mag ich diesen Prozess nicht so, wenn man dann so ins Detail geht. Und ich, ja, und diese, wir sind tatsächlich ganz oft zurück zum Demo gegangen. Ich habe ganz viele Demo-Vocals genommen, weil auch da ich dann in dem Moment, weißt du, wenn du was schreibst und kreierst, du merkst, boah, das ist toll, bist du voll drin. Und weil wenn man das hinterher dann nochmal einsingt, dann gehst du wie in so ein, in, wirst wie eine Schauspielerin, ne? Dann sagst du, okay, warte mal, was haben wir denn da geschrieben? Okay, ich weiß es natürlich noch, aber man versucht wieder in die Emotion zu gehen, das zu erzeugen, und ich weiß dann, heute ist der Tag, heute ist, wird die Stimme aufgenommen, es muss richtig gut sein. Und dann werde ich so verkopft, dass es nicht gut wird und dass ich dann unzufrieden bin, und deswegen haben wir eigentlich fast alles tatsächlich von den Demo-Vocals genommen. Wahnsinn. Die Songs, die von dir alleine sozusagen kommen, ist Cold Water und Change, oder? Richtig? Mhm. Ja. Dann wir sind ja nicht zum Spaß hier. Wir hören ja hier, wir haben ja eine Arbeit zu tun. Wir hören mal das Album durch. Und erzähl mir mal, Change ist ja der Name auch des Albums. Mhm. Dann erzähl mal was von deinem Titel. Also Change habe ich im ersten Lockdown geschrieben. Wann war das? 2020, ne? Wann war das? Wir wissen es ja alle. Ich glaube, das war der einzige, einer der wenigen kreativen Momente, die ich hatte so für mich, weil einfach auch ich mit meinem Sohn zu Hause war und dann, ne, Haushalt und alles, was es halt mit sich bringt. Und ich hatte da wenig Zeit für mich. Und das war aber so ein Moment, wo ich so viel Veränderung um mich herum wahrgenommen habe, ob das halt weltpolitisch war oder im Persönlichen, oder eben auch diese ganze Corona-Situation. Und das war der Moment, wo ich dann diesen Song geschrieben habe. Also das ging auch relativ schnell. Ich habe mich an meinen Flügel gesetzt und einfach habe aufgesogen, was mich gerade beschäftigt hat. Weil ich eben auch dachte, dass es vielleicht auch, also zu dem Zeitpunkt, ne, dass es ein positiver Wandel auch für uns bedeuten kann. Weil eben viele auch so zurück zur Familie gefunden haben. Also ich habe natürlich, für mich war immer meine Familie Priorität, aber ich habe ganz viele, die gesagt haben, boah, wir haben jetzt endlich Zeit für die Familie. Ja, und dass man einfach sich darüber bewusst zu werden, so was einem wichtig ist, um was es eigentlich geht im Leben. Und ja. Hat sich so nach Hause kommen angefühlt, die Zeit auch. Also, ja, total, ja. Ja, aber es war auch irgendwie, für mich war es auch eine innerlich unruhige Zeit, also auch wenn so viel Ruhe um einen drum herum war, weil man nicht gearbeitet hat, aber irgendwie, ich weiß noch, es war so eine innere Unruhe in mir, weil ich gemerkt habe, ich will dieses Album jetzt machen, ne? Und ich habe dann, das war so der erste Song, und ich weiß noch, ich habe den dann auch in einer Sendung, das hat mich auch ins kalte Wasser gesprungen, absolut, da ist die Connection zu Cold Water. Da war so eine Sendung mit Joko und Klaas, und die haben mich dann angefragt, und ich gesagt, ach komm, ich spiele jetzt einfach den Song, ich habe den jetzt geschrieben, ob der jetzt, hat noch keiner gehört, ich habe das noch nie gemacht, und habe mich dann tatsächlich in dieser Sendung live so mit Zoom so hingesetzt und diesen Song gespielt, und ich bin fast gestorben, aber es war irgendwie, das ist sehr symbolisch für meine Karriere oder für mein Leben, weil ich immer, und da sind wir jetzt bei Cold Water, ich immer ins kalte Wasser gesprungen bin. Ich mag Veränderungen nicht, ich mag eigentlich auch Herausforderungen nicht, und trotzdem suche ich sie und mach's dann. Und ich sage immer zu vielen Dingen, oh ja, okay, mache ich, weil ich denke, boah, ja, ist irgendwie cool. Und dann denke ich, oh scheiße, was kommt da jetzt auf mich zu, weißt du, was muss ich da jetzt machen? Oh Gott, kann ich das überhaupt? Und dann zweifle ich so. Aber mich hat es wirklich gelehrt, ich wäre nicht heute da, wo ich bin, wenn ich nicht immer wieder ins kalte Wasser gesprungen hätte, Risiken eingegangen wäre, auch wenn ich immer Schiss hatte zu versagen, oder irgendwie mich zu verspielen oder zu versingen oder so. Aber ich habe, also das kennzeichnet wirklich so meinen Werdegang. Und ich wäre nicht der Mensch, der ich heute bin, wenn ich das nicht gemacht hätte. Und deswegen habe ich Cold Water geschrieben, der aber auch damit zu tun hat, dass, und das, was, also etwas, was mir immer wieder begegnet ist und was ein jahrzehntelanger Prozess, glaube ich, in meinem Leben ist, dass ich doch immer sehr gucke, es anderen recht zu machen und dass andere natürlich andere Interessen haben, aber ich die mir zu meinen mache manchmal. Also, warte mal, das versuche ich jetzt, das ist kompliziert. Also es geht darum,
zu sich. Doch, es geht ja auch um Erwartungen, ne? Also du bist ja ein sehr sensibler Mensch. Mhm. Und die, ich, also wenn ich dir so zuhöre, finde ich so, dass dann du hast ja auch ein gutes Gespür für Bedürfnisse von anderen oder Erwartungen in dem Moment, ne? Und dann und schon hat man die Scheiße an der Backe. Weil schon, verstehst du, weil schon, also ich fühle es halt auch, das ist etwas, was mich auch sehr beschwert im Leben. Weil ich diese Abgrenzung nicht habe, also dieses genau dieser Grat zwischen Egoismus und eigentlich so sein, wie man ist, aber man muss ja trotzdem überleben, ne? Und dieser Mittelweg, also dass man, verstehst du, das ist so meine Lebensaufgabe. Total. Ja, ich glaube, das würde ich als meine tatsächlich auch beschreiben oder eine der Lebensaufgaben, weil ja, ich habe, so wie du offenbar auch, sehr feine Antennen für andere Bedürfnisse. Und da muss man manchmal aufpassen, ne? Das ist so eine Feinfühligkeit, dass man die Antenne mal offen hat. Das macht einen natürlich sehr, der Filter ist einfach nicht sehr stark, ne? Und das kommt natürlich dann auch einem, also das heißt, man ist natürlich auch sehr empathisch für andere. Das Problem ist aber, dass man sich dabei manchmal vergisst, ne? Zu gucken, diese Abgrenzung, von der du sprichst, zu gucken, so, Moment mal, was brauche ich denn? Was ist denn mein Bedürfnis gerade? Und das ist wirklich ein lebenslanger Prozess, glaube ich, da auszutarieren, zu balancieren. Und genau davon handelt Cold Water, dass man manchmal in bestimmten Momenten feststellen muss, es tut mir leid, ich muss, das ist jetzt ein Nein für dich, ich sage jetzt Nein zu dir, aber es ist ein Ja für mich, weil ich weiß, am Ende bin ich es, die es bereut, wenn ich jetzt nachgebe oder wenn ich jetzt deinem Wunsch nachgebe oder diesen erfülle. Und ja, und darum geht es eigentlich in dem Song, dass man manchmal andere enttäuschen muss. Also das ist manchmal, ne, I say no, 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 oder I'm sorry, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie er geht, I'm sorry, I say no, 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 but yes to me, but I know, no, ja, nee, ich kann es jetzt nicht sagen, weil das ist so gedoppelt, aber genau darum geht es eigentlich, sich abgrenzen und seine eigenen Bedürfnisse zu spüren. Und das ist, ne, du scheinst ja offenbar auch nicht ein Mensch zu sein, der nicht gerne egoistisch ist. Aber manchmal gehört so ein gesunder Egoismus, oder ich mag das Wort ja eigentlich nicht, aber wahrscheinlich ist es das auch, zu gucken einfach, was brauche ich denn jetzt gerade? Was habe ich denn jetzt für ein Bedürfnis? Und wie kommen wir da jetzt zusammen? Ja, toller Song, den habe ich mir auch rausgepickt. Ja, da muss man wirklich sagen, du hast eine Ballade auf dem Album, die ist ja brutal. Also ich bin gespannt, welcher... Welche? I think I love you. Oh, schön. Also das, bitte, ich möchte gerne den Film, also ich habe das durchgehört und dann kam dieser Song und ich dachte so, wow, ich habe das die Titelmelodie für irgendeinen geilen Film. Also, ey, du bringst mich ja auf Ideen. Sag mal, du bringst mich die ganze Zeit auf, wir müssen uns mal privat treffen. Die ganze Zeit auch Ideen mit Weihnachtskarten und an Filmmusik habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Das war der erste Moment, also der erste Gedanke war, oh mein Gott, das ist eine wunderbare Filmmusik von irgendeinem richtig tollen, modernen, schönen Film, wo es ein bisschen in die Tiefe geht, weil das ist nicht so, das ist ganz schwer, sowas eigentlich zu schreiben, dass es nicht schnulzig klingt, nicht so nach Ballade klingt, aber trotzdem, ich habe schon die Farben des Films irgendwie gesehen, als ich den Song gehört habe irgendwie, also die Anmutung des Films, ne? Ja. Wow, das muss ein Filmsong werden. Okay, ich werde das speichern und ich werde das versuchen. Das ist eine super Idee. An dem liegt mir tatsächlich sehr viel. Den habe ich auch angefangen zu Hause zu schreiben, auch mit den Harmonien. Und der war aber noch so ein bisschen, der war irgendwie noch nicht so richtig optimal und dann haben wir das dann zusammen gemacht. Aber tatsächlich den Text hatte ich schon, also den hatte ich schon zu Hause geschrieben. Und die Harmonien, die mussten wir da noch ein bisschen abändern. Da bin ich irgendwann da nicht weitergekommen. Aber ich freue mich total, weil der natürlich sehr, deshalb, ich liebe diese Art von Musik. Und das ist halt sehr soulig, bluesig. Und es ist eben nicht das, also ich mag auch überhaupt keinen Schnulz oder Kitsch. Ich habe da eher eine Aversion dagegen. Es ist auch so was, ne, was Schmerzvolles drin. Und auch was, wo man gar nicht weiß, kommen die jetzt eigentlich zusammen. Aber auch was Heilendes hat der Song. Nicht nur was Schmerzliches, sondern auch was Heilendes. Was einfach von wie der Song geschrieben ist, auch vom Text her und auch von der Melodie her. Der lässt einen loslassen, dieser Song. Also ich finde den ganz toll. Ja, schön, dass du das sagst. Oh, das freut mich total. Also an dem liegt mir sehr viel, ja. Schön.
Ach, schön mit dir. Schön. Ich habe tatsächlich einen Wein, aber ich habe nur noch einen Schluck. Es ist eine Katastrophe, gut, dass du es sagst. Ich muss es dir sagen. Oh, der heißt ja tatsächlich Auftakt. Pass auf, es ist wirklich, also dass du den jetzt nicht hast, wir werden es nachholen. Verschickt ist er und trink ihn mit deinem Mann oder mit irgendeiner Freundin. Ein fantastischer Wein. Ich muss es dir vorlesen, wie süß das Deutsche Weininstitut es für dich ausgesucht hat. Yvonne Katterfeld begibt sich mit ihrem neuen Album auf ganz neue Wege. Dies machen auch einige Winzer mit neuen Rebsorten, die kaum noch Pflanzenschutz benötigen. Einen solchen Wein aus der Serie Auftakt eines rheinhessischen Winzers hat das Deutsche Weininstitut für Yvonne Katterfeld ausgesucht. Wow. So schön. Es ist vom Weingut Abthof Auftakt, ein Sauvignon Gris, trocken aus Rheinhessen. Das ist aber toll. Oh, ich freue mich. For you. Ich glaube, ich lasse mir den hierher schicken, weil wenn ich hier abends sitze, weißt du, so nach dem Dreh ist es, glaube ich, mal ganz schön, so einfach so loszulassen, mein Gläschen Wein zu trinken und mal auf sich auch anzustoßen. Weißt du, manchmal vergisst man ne, also ich, wenn ich überhaupt mal trinke, mache ich das gerne so in Gesellschaft. Aber ich finde es ab und zu, weißt du, kann man sich auch mal selber feiern. Zum Genussmoment auch, ne? Dann. Ja, und mal relaxen und auf sich wirklich auch, ich finde es auf sich stolz sein total, ne? Man muss ja mal so aufpassen oder ich denke immer, ich bin ja sehr bescheiden also mit dem Wert Bescheidenheit aufgewachsen, ne? Also meine Eltern haben da mal sehr viel Wert drauf gelegt. Aber ich merke, manchmal muss man auch einfach sagen, so, nö, ich bin da jetzt auch einfach stolz auf mich. Ne? Also ich finde zum Beispiel auch das Wort stolz zum Beispiel, ich finde das ja ganz schwierig, wenn man das zu anderen sagt. Also man sagt ja manchmal so, ich bin stolz auf dich. Ne? Aber eigentlich ist es viel schöner zu sagen, sei stolz auf dich. Ne? Weißt du, auch gerade bei Kindern oder so, dass die nicht so ein Gefühl von kriegen, oh, ich muss jetzt was tun, damit ich Liebe kriege oder damit jemand stolz auf mich ist. Ne? Aber einfach wirklich zu sagen, du, klopf dir auf die Schulter, sei stolz auf dich. Das habe ich noch nie gehört, sei stolz auf dich. Aber das ist großartig. Ja, wenn man drüber nachdenkt, also ich glaube bei Kindern, ich weiß nicht, das kann schon sein, wenn man das zu oft sagt, so ich bin stolz auf dich, dass die das dann einfach so connecten. Ja, ja. Die denken, sie müssen etwas Besonderes tun, damit die Mama oder der Papa stolz auf sie ist. Deswegen passe ich ganz doll auch so darüber, also wie ich das manchmal so sage, ich sage das natürlich auch manchmal, aber man sollte es, glaube ich, nicht zu oft sagen. Wie schön, aber wie ist das? Ist das, wenn ihr zusammen zu Hause seid, also macht ihr auch dann beim Kochen mal eine Flasche Wein auf oder trinkt oder erlebt so ein, wie machst du das mit Freunden oder auch nur für dich? Also ich, wenn ich manchmal so viel arbeite, ich mache mir einfach eine schöne Flasche Wein auf oder trinke dann ein Glas halt und sage dann, oh, super, irgendwie, dann freue ich mich, was wir geschafft haben oder so. Ich mache das oft auch mit meinen Produzenten zusammen. Dann stoßen wir per Zoom an und sagen, ach Mensch, gut gemacht. Ja, ich finde das total wichtig, dass man das macht. Also das, manchmal ist es nicht möglich. Manchmal habe ich so Abende, wo ich bis um 11 irgendwie noch rumrenne und Wäsche in einen Trockner reinschmeiße und so blöde Sachen halt, die man halt manchmal machen muss. Aber umso wichtiger ist es, dass man dann abends mal wirklich alles weglässt, das Telefon beiseite, Computer beiseite, einfach, weil wir sind ja auch als Künstler, wir müssen ja immer erreichbar sein. Ne? Das Telefon ist ja irgendwie, nachts kriegt man noch Mails und alles. Und ich muss mich davon echt frei machen und zu sagen, so, ich lasse jetzt mal wirklich los und genieße, setz mich hin, mach mir was Schönes zu essen, ich liebe es zu kochen, ich liebe es, Freunde einzuladen und so in geselliger Runde zu sein, am liebsten so nachmittags mit Kindern und was Schönes zu machen, Waffeln oder keine Ahnung. Ich finde das ganz wichtig, weil der Beruf ist nicht alles, ne? Auch wenn wir das lieben und das unsere Leidenschaft ist, aber ich finde dieses Abschalten auch von dieser manchmal falschen Welt auch total wichtig, auch Instagram, ne? Also auch diese ganzen sozialen Medien, die verändern uns ja, die machen ja was mit uns, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, aber ja, und wir irgendwie brauchen wir es ja auch, ne? Es gehört ja auch dazu, also auch Instagram könnte ich jetzt nicht, das ist meine Connection zu meinen Fans, aber ich finde es schön zu kochen und Leute zu verwöhnen, ich liebe das total, oder weiß ich nicht, dann irgendwie ein Stockbrot zu machen, sich draußen ans Feuer zu setzen mit dem Glühwein und man macht Stockbrot selber und mit Farben drin und dann sitzen die Kinder und sammeln selber dann die Stöcke aus dem Wald und dann, ich liebe das total. Ja, was trinkst du denn gerne? Guck mal, wir haben jetzt hier, das Weininstitut hat hier das für dich ausgesucht, noch einen Rotwein, erzähle ich dir gleich, aber was trinkst du denn eigentlich gern? Die haben ja jetzt ja, also ich so trinke ausgesucht. Weißwein. Aber ab und zu ein Rotwein finde ich auch schön, aber tatsächlich am meisten Weißwein.
Und meistens haben wir den aus Konstanz, diesen Hagenauer oder so. Da gibt es ja so auch so ganz tolle Weinsorten. Aber ich bin froh, mal was Neues zu entdecken. Ehrlich gesagt, dass man nicht immer auf die gleichen zurückfällt. Und dein Mann, was trinkt der gerne? Na, der bestellt halt immer so aus Konstanz Hagenau und dann kommen immer so Weinkisten an. Dann ist jetzt mal hier was Neues. Ich habe wirklich selten, dass mich ein Wein so, auch vom Etikett her, so, wo ich gedacht habe, wow, das ist wirklich, ich habe mich gefreut, dass du den bekommst. Der heißt tatsächlich Patience. Ist nicht dein Ernst? Doch, es gibt einen Song auf dem Album, Patience, zu dem sind wir noch gar nicht gekommen, weil wir uns so verquatschen. Ich könnte mit Yvonne Katterfeld genau einfach fünf Stunden. Ja, das ist schlimm. Ich laber auch mal zu viel. Nein, überhaupt nicht. Jetzt sag nicht, du machst das mit jedem. Mach ich nicht, ist wirklich schön mit dir. Nee, deswegen, ich meine es wirklich ernst, wenn ich sage, wir müssten echt, ich glaube, wir würden sehr lange quatschen, wir zwei. So. Ihr Patient. Könnt euch freuen auf ein Titel aus dem neuen Album Change is Patience. Dazu passend gibt es eine gleichnamige Rotwein-Cuvée. Der Wein duftet nach schwarzer Johannisbeere, ganz dezent nach Vanille aus dem Barrique-Fass und passt immer, wenn man Lust auf einen guten Rotwein hat. Weingut Emmerich Montigny, Patience, trocken von der Nahe. Boah, das ist der Hammer, ey, Wahnsinn. Ich glaube, so viel Mühe haben sie sich noch nie gemacht. Ein sinnlicher Höchstgenuss, einen Song zu hören und dann noch einen Wein zu trinken, der Patience heißt. Vielleicht löst der ja auch tatsächlich Patience aus, weil ich bin manchmal, jetzt sitzen wir schon genauso da, guck mal. Patience, ich bin eigentlich überhaupt, es geht ja darum, in dem Song geht es eigentlich darum, dass man jemand anderen darum bittet, geduldig zu sein, ne, bis man aus dieser Phase, auch aus dieser düsteren Phase, in der man gerade ist, wieder raus ist. Auch ich habe manchmal düstere Phasen, oder nicht düstere, aber nachdenkliche Zeiten, wo ich mich dann wieder auf die anderen Zeiten freue. Aber ich bin eigentlich selber ein sehr ungeduldiger Mensch. Also, wobei mit meinem Sohn bin ich sehr geduldig, meistens. Aber ich bin sehr ungeduldig tatsächlich. Wenn Technik oder irgendwas nicht funktioniert, werde ich wahnsinnig. Da, wo Liebe ist, ist man natürlich geduldig. Ja, ich glaube, Geduld hat auch was mit Liebe zu tun. Und das ist auch wieder typisch, was du eben gesagt hast. Ich bitte dich, geduldig mit mir zu sein, wenn ich mal in einer nicht so glücklichen Phase ist. Auch typisch für dich, auch für mich, dass man sich dafür schon entschuldigt. Weißt du, dass man ja im Moment nicht vielleicht die happy, smarte, mega lustige Person ist, die einfach nur total inspirierendes Glück versprüht, sondern das ist auch, ne, so, und das ist ja auch wieder Ja sagen zu sich, weißt du, dass man auch wieder diese Erwartung nicht erfüllt. Absolut, so. Ja, total, ja, auch dazu zu stehen, zu sagen, ich bin jetzt auch manchmal mit Freundin oder so, wenn ich denke, ach, es ist schade, dass wir jetzt so traurige Themen haben oder so, ne, wenn man einfach. Aber das gehört ja auch dazu zu einer Freundschaft. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die sagt immer, ja, ich will dich nicht mit dem ganzen Zeug belasten. Und dann sage ich, du, aber davon bin ich doch da. Also das ist doch, ich will, dass du denn. Sie sagt immer, ich will nicht meinen ganzen Müll bei dir abladen. Ich sage, ich will, dass du deinen Müll bei mir ablädst, weißt du, dafür bin ich deine Freundin. Aber das Interessante bei Patience ist zum Beispiel, dass ich drüber nachgedacht habe, als ich den eingesungen habe. Das Schöne ist ja, man kann ja mit der Stimme so ganz viel machen und man kann ja vom Bitten... Du kannst mit der Stimme ganz viel machen. Okay. Also, man kann es lernen, tatsächlich. Ich habe ja viel gecoacht bei The Voice und das ist total erstaunlich, wie man psychologisch, also durch psychologische Dinge, die man sagt, wie man dann jemanden auf einmal zu neuen Höchstleistungen antreiben kann oder zu anderen Nuancen. Aber zum Beispiel, du kannst ja jemanden um Geduld bitten, du kannst jemanden auffordern oder man kann nach Geduld verlangen zum Beispiel, ne? Oder Geduld fordern. Und wenn man das so beim Singen so steigert und sich das so vorstellt, ich bitte dich jetzt um Geduld oder zu sagen, ich brauche jetzt Geduld, das hat eine ganz andere Intensität zum Beispiel. Also es ist sehr spannend auf jeden Fall. Aber wie wichtig, ne? Die Haltung, die dahinter steckt, das, was man sagt, ist, glaube ich, 75% irrelevant. Der Rest ist, was ein Gedanke dahinter steht. Also dazu gehört eine Körpersprache und die Art der Stimme. Also total. Mein Produzent dreht durch. Genau. Ihr Lieben, weil wir ungefähr 180 Minuten überzogen haben. Ihr Lieben, Yvonne Katterfeld, zu Gast bei Liedergut. Es ist mir ein Fest und mir auch. Selten
dass ich so schmerzlich ein Interview beenden musste. Ich auch, echt, wirklich. Mir auch echt. Es macht total Spaß mit dir. Es ist voll schön. Wir haben alles nur angeschnitten, ihr Lieben. Es ist to be continued, sagt man, glaube ich. To be continued, ja. Ich wünsche dir ganz viel Glück für dein Album Change und ich drück dich, umarm dich, drück dir die Daumen. Es war wunderbar mit dir. Es war super, super schön. Es war, wie man würde sagen, es auch beim Drehen oder so, es war eine schöne Lebenszeit. Es war nicht einfach nur ein Interview, es war ein richtig schönes Gespräch, was ich mit dir hatte, sehr herzlich. Du bist wahnsinnig interessiert und ich hab eine Verbindung gespürt zwischen uns. Yvonne Katterfeld, ich danke dir. Bis bald. Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr mehr Videos wollt, dann abonniert sehr, 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 sehr gerne unseren YouTube-Kanal. Gebt uns einen Daumen hoch und ein Like und kommentiert und umarmt uns und küsst uns, so wie wir euch. Bis ganz bald, eure Audrey. Fertig? War's das schon? Umantwortet mir keiner.